So, herzlich willkommen zu DSG. Ja, dann gehen wir hier runter, ne? Sehr schön. Ich war, das steckte gerade fest. Haben wir was hier? Ist das nicht leise? Ich mach's noch ein bisschen lauter, oder? So. Hier ist auch nichts. Wo sind denn die Ecken? So. Ich sag gar nichts. Ah, da. Mehr Schrott. Schrott. Hallo, Oh, eine Karte. Karte. Sie haben ziemlich viel markiert. Was aus guten Patrioten wird. Das war das, was ich nicht machen wollte. Mehr machen wollte, meine ich. Oh, Nago setzt da los. Dick, bist du da? Es ist vermutlich nichts. Klang wie Motorengeräusche. Irgendwo in den Bergen. Ich habe gerade den Funkturm für Copeland gesäubert. Ich kletter mal rauf, vielleicht sehe ich ja was. So, kann man den irgendwo auftunen? Hier ist, doch, hier ist eine Waffenwerkbank. Speziell? Nee, runter ist es. Also wahrscheinlich kann man das irgendwo herstellen. Ich guck mal selber nach. Inventar. Stuhlbein, Schrott und eine Schachtel mit Nägel. Zaunpfeil kann. Ah, es gibt verschiedene. Oh Gott, muss man Material haben. Oh Gott, ja, dass jemals so passiert. Ich will aber so ein Stacheldraht umgewickelt haben, das wäre geil. Nein, auf Negan, weißt du? So, warte mal, fahren wir jetzt mal. Oh. Da oben ist man. Okay. Hey Dick, alles klar? Du klingst nicht wie du selbst. Hey. Es ist nichts. Dieser Drifter hat nur schneller gezogen als ich und zum Glück hatte sie ja keine Munition mehr. Du hast sie gehen lassen, stimmt's? Okay. Fuck. Ja, ich ließ sie gehen. Eines Tages, Dick, wird dein Ehrenkodex dich umbringen. Mich nicht entscheiden. Ja, naja, am Ende sterben wir alle. Spielt's eine Rolle wie? Dicken Ende. Ich konnte mich nicht entscheiden. So, dann gehen wir mal hoch. Also ist er doch hier drauf. Ist nicht die beste Qualität, die ich jetzt aktuell habe. Scheiße, war das anstrengend. Ja. Okay. Mal sehen, was Busa gehört haben will. Du hattest recht. Auf dem Berg ist jemand. Ich sehe Rauch von einem Lagerfeuer. Oh, verdammte Scheiße. Ich wusste es doch. Wo sind sie? Ich werde hinfahren und... Oh, verdammt, Busa. Du musst deinen Arm schonen, damit wir endlich hier wegkommen. Ich kümmere mich drum. Ach, Mist.
Mist. Es ist nur, ich drehe hier allmählich durch, Deek. Versuch wach zu bleiben, falls sie zu dir wollen. Dicken Ende. Kann man nicht schnell runter? Runterrutschen? Fast geschafft. Oh, oh komm schon. Na los, mach weiter. Fast. Fast geschafft. Oh, die Scheiße bringt mich um. Uff. Was haben wir denn hier? Oh. Was habe ich jetzt gemacht? Klang wie Motorengeräusche. Rauch auf dem Berg. Also die nächste Quest. Neue Fähigkeiten. Ich denke mal, es wäre ein O. Eine Null. Aber es ist ein O. Was nehmen wir denn? Nahkampf. Feldreparatur. Fähigkeit Stufe 2 freigeschaltet. Fernkampf. Achso, aber ich habe hier Fertigkeiten Stufe 3. Was ist das denn? Verstehe ich nicht. Junge. Was ist mit dir los? Fahr doch nicht da runter. Ja, wie kann man den aufsteigen lassen? Oder heißt es, ich habe 3 Stufen, aber schon verwendet irgendwie. Oh, Wölfe. Oh, das schadet auch. Mann, Mann, Mann. St. John und Copeland's Camp. Es ist erledigt. Der Funkturm ist abgeriegelt und die Verbindung ist wiederhergestellt. Oh, shit. Verstanden. Vielleicht ähnlich, Sir John, aber oh, Radio Free Oregon ist das Einzige, was uns davon abhält, zu wilden zu werden. Nein, Cobb. Das Einzige, was uns davon abhält, zu wilden zu werden, sind etwa 9 Mahlzeiten. 3 Tage ohne Essen und du wirst schon sehen, was aus guten Patrioten wird. Tja, also Kinder. Ich hoffe wirklich, dass du da falsch liegst. Copeland Ende. Radio Free Oregon. Scheiße, was hab ich da getan? Wir sind hier wieder auf der Straße. Bushman, bist du wach? Ich fahre jetzt zum Camp, das du im Norden gesehen hast. Weißt du denn, wo es lang geht? Das werde ich dann schon sehen. Dicken Ende. So, Daryl begibt sich. Bushman, du hattest recht. Sie haben sich bei den Bahngleisen eingenistet. Jeden einzelnen von den Scheißkerlen. Oha. Ja, das war auch der Plan. Ja, das war's schon. Ich bin.
Leck mich doch am Arsch. Wie viel sind denn das? Scheiße. Oha, guck mal da. Scheiße. Junge, übertreib doch mal. Ushman, bist du wach? Ich fahre jetzt zum Camp, das du im Norden gesehen hast. Weißt du denn, wo es lang geht? Das werde ich dann schon sehen. Dickenende. Ushman, du hattest recht. Sie haben sich bei den Bahngleisen eingenistet. Leg jeden einzelnen von den Scheißkerlen um. Ja, das war auch der Plan, Dickenende. Scheiß Ding. Scheidempfern schlecht. Er rührt sich nicht, vorrücken! Hey, Drifter, komm endlich raus und rede mit mir! Erwischt! Er versteckt sich! Schnapp ihn dir! Ja. Und? Ich muss mit der Steuer erstmal klarkommen. Ja, schon. Lädt einfach noch mit 20 Kugeln im Rücken. Aha.
er die ganze Zeit durch die Gegend. Tja. Deckung! In Deckung! Los, in Deckung! Er hat sie erwischt! Der Arsch. Boah, ist auf die Falle. Wo ist er? Wie wenig Munition die bitte haben. Aber dann schießen die mal 20, 30.000 Stück. Unendlich. Wo ist der Idiot? Ich glaube, diesen hier machen. Ah. Feinde werden mir nicht angezeigt. Ja, Wölfen. Das war der letzte. Verpisst euch vom O'Leary Mountain. Cool. Nicht so perfekt, aber. Schärfe für später. Ah. Kann man also mitnehmen. Usa, es ist erledigt. Diese Herumtreiber, die bringen am O'Leary Mountain niemanden mehr um. Danke, Dick. Jetzt hol dich auf. Aua. Tut weiter. So. Okay. Jetzt ruh dich aus, Bushman. Ruh dich aus. Wir fahren nach Norden, sobald dein Arm verheilt ist. Verstanden? Ja, verstanden. Busa Ende. Kann man die häuten? Das gibt Punkte. Wo? Oh. Wolfsrude? Geht's los? Ja, ich fahre hoch zum Friedhof und mal gucken, ob ich Leons Vorrat finde. Sorry. Wie nochmal? Ruh dich aus, Buse. Wir fahren nach Norden, sobald du wieder fit bist. Norden. Ja. Also ich nehme alles mit, was ich nehmen kann. Nick, hörst du mich? Hast du gesagt, du fährst nach Norden? Bushman, nein. Du weißt doch, ich hau nicht ohne dich ab. Ja, ich weiß, ich bin nicht ganz auf der Höhe. Was ja bei deinen Verletzungen kein Wunder ist. Ja, dann kümmere dich um Alvarez, okay? Dick, das wäre mir echt wichtig. Das kleine Camp für die 20 Leute. Jetzt ruh dich aus. Dick, ein Ende. Die zwei Zelte, du willst dich aber verarschen. Als ob die zwei Zelte für die 10 Leute mehr ausreichen. Wo kann man denn. Gibt es hier keine Werkbank oder so? Ich würde gerne. Materialien. Herstellung. Stubenschrott und ein Schachtel mit Nägel. Aber wie geht das denn? Schön gut, aber wie geht das? Ich muss ein Werkbank finden, glaube ich. Was fängt der schon wieder an? Deke, oh verdammt. Ich hab satt, dass Drifter in mein Camp kommen und meine Leute einfach so umbringen. Was ist los, Cop? Ein Mann kam hier, voll auf Droge, ballerte rum und verschwand dann wieder. So. Manny sagt, sein Bike hatte einen roten Tank und er trug eine Art Motocross-Helm mit Silber. Okay, wenn ich jetzt losfahre, dann kriege ich ihn vielleicht noch. Ich will ihn leben, Deke.
Lebend. Lebend. Schnapp dir den Kerl und funk mich an. Wir holen ihn dann und hängen den Scheißkerl auf. Wird Zeit, diesen Drifter-Arschlöchern zu zeigen, dass hier im Camp Recht und Ordnung herrschen. Ich meine nicht dich damit. Schon gut, ich finde ihn. Komm schnell da hin. Wegmarker. Da haben wir zwei Ziele. Für die Fahrtrüstung. Oder. Sie war eine von uns. Jagd auf Lean. Ich nehme die hier. Hey Dick, hörst du mich? Ich habe überlegt, zum Holzfällerlager runterzufahren. Die Nester ausräuchern. Es werden hier immer mehr Freaks. Usa? Nein, nein, du gehst dabei drauf. Ah. Warte, bis du wieder gesund bist. Freaks, nette die? Ich bin sowieso da und. Na, Zombies. Mach das mit den Nestern schon, okay? Okay. Danke, Dick. Nein, Dick. Warte bis abends. Es sind weniger Freaks in den Nestern. Oder erledige sie bei Tageslicht. Es gibt es zwar mehr, aber sie sind nicht so stark. Kann ich umfahren? Nee. Oder Slalom gemacht. Der Kerl, den ich suche, den hat er getötet? Warum fragst du? Es geht doch nur um den Job, oder? Dazu, das ist mir ab. Kampf oder Flucht, manchmal ist es weggelaufen, die beste Strategie. Wenn du genug Ausdauer hast, drücke, um zu sprinten. Ach du Heilige. Absolut egal, okay? Ich will nur ihren Namen. Von wem? Wen, Cole? Einer von ihnen hieß Randall. Er war fast ein Jahr lang im Camp. Die anderen beiden kannte ich nicht. Soll ich nachfragen? Nein, das wird schwer. Wenn du den Mistkerl hast, funk mich an. Copeland Ende. Spät. Steht nicht für posttraumatische Belastungsstörung, sondern für pathologischer Beschiss der Soldaten. Tja, jetzt sind wir alle obdachlos. Leben in der Wildnis, wie es unsere Vorfahren tun. Oh oh. Die Regierung dachte, wir bräuchten Wohlfahrt und Almosen zum Überleben. Und wir zeigten ihnen das Gegenteil. Was wir jetzt brauchen, ist ein starker Wille, Entschlossenheit und Vertrauen. Da ist er. Das konnten sie uns niemals geben. Da ist er ja. Biker-Kopfgeld. Einige Kopfgeld werden schwer und andere werden fliehen. Silberner Helm. Roter Tank. Das ist er. Hey! Ach du Scheiße. Arschloch! Halt Scheiße! Was zum... Du dachtest also, du fährst in Copelands Camp und ballerst da ein bisschen rum, ha? Huh? Du Leute um, steckst dir das Zeug ein und fährst wieder weg, ha? Huh? Das wärst du mal. Kein Lachgas installiert. Okay. Copeland schickt dich! Er soll zur Hölle fahren! Verdammt! Schon, komm schon. Ach, schon endlich Munition auf einmal. Rammen. Zur Hölle mit dir! Keine Muni mehr. Scheiße. Geht doch mit Muni. Von mir. Lol. Hab ich mitgenommen. Ich hab Qualm. Komm, mein Schick dich! Er soll zur Hölle fahren! Was? Was für ein Ding? Also, hab ich jetzt nicht verstanden. Was? Was hast du? Du mieser Scheißkerl!
Nein! Tja, Cobb sieht das nicht so gern. Und ich, wenn ich ehrlich bin, auch nicht. Lässt Drifter schlecht dastehen. Und wenn du Manny erwischt hättest, huh? Wer repariert dann mein Bike, du blödes Arschloch? Fick dich! Du arbeitest für Copland! Du Arschkriecher! Was bist du? Ein Arschkriecher! Voll auf Droge. Oh. Cope, es ist erledigt. Ich hab ihn. Schreib die Koordinaten auf und schick deine Männer her. Hörst du zu? Lebt er noch? Hey, Drifter! Ja, noch lebt er, aber ich kann nicht versprechen, dass das noch lange so bleibt. Dicken Ende. Sag ihm, Drifter! Sag ihm, ich hab gesagt... Ich scheiß auf ihn! Usa, bist du da? Ich wollte nur hören, wie es dir geht. Da wohin führt er uns hin? Was ist das hier? Jetzt hör die Nester. Nee, Nester habe ich keinen Bock. Nester habe ich echt keinen Bock. Erdig, ich höre. Schön durchhalten, Kumpel. Sobald Erdig den Arm geflickt hat, fahren wir nach Norden, wie du gesagt hast. Hoffentlich. Aus dem Nichts. Erhol dich erstmal noch ein Ründchen. Ich muss noch mal an dem Bike rumschrauben und wir holen uns neue Ausrüstung. Aber sobald du wieder fit bist, hauen wir hier ab. Gegen Ende. Ist mehr geworden. Bei Nacht. Kann das sein, dass es nachts mehr wäre? Hier ist Copland. Ich habe Usa länger nicht gesehen. Er hat Sachen für mich besorgt. Was? Ich weiß, du bist ein Kumpel. Ich vergesse immer, wie nass. Ich habe ihn angefunkt, aber er antwortet nicht. Ich verstehe nichts. Wenn zwei gleichzeitig sprechen. So. Hälfte Hammer. Guten Tag, die Dame. Keinen abnormalen See. Da hab ich keinen Bock zu. Wetter ist so wie hier. Lauter Nester. Ich muss sie ausräuchern und die Schwärmer hier ein bisschen eindämmen. Was? Schwärmer? Ist aber ekelhaft. Okay, wir sind da. Hm. Okay. Hä? Wollt ihr mich jetzt hören? Wie konnte ich das hören? Machen wir den hier. Hier ist sowas. Ach so, ein Pilz. Brauche ich. Ah, warte mal. Hier in dem Umkreis. Ist doch noch was. Was schmeißt man denn?
da. Aber bist du zu blöd? Kann er nicht hochklettern? Du bist so blöd. So eine Scheune, aber wie komme ich das hier rein? Das ist bestimmt da, aber wie komme ich ja nicht da rein? Oh, hier ist offen. Ich war schon richtig. Da kann er rüber, klar. Bitte. Ja, komm, das reicht. Einen der Engel. Hier muss es sein. Wo hast du das Zeug versteckt, Leon? Ich brauche übrigens Munition, ich habe keine. Man lernt jeden Tag was dazu. Okay, mal sehen. Was ist hier los? Oh, vielleicht da drin. Muss ich nur noch überlegen, wem ich die gebe. Natürlich. Boozer! Boozman, hörst du mich? Ja? Du wirst es nicht glauben, ich hab gerade einen Heli gesehen. Einen Heli? Was erzählst du da? Hey, wo kommt ihr von mir? Der Nero Heli! Der flog direkt über mir, als ob ich überhaupt nicht da wäre! Ein Hubschrauber der Cops erscheint einfach so aus dem Nichts. Ich werde sie aufspüren und dann, dann finde ich heraus, was die vorhaben. Hey, Dick, pass bloß auf. Halt dich lieber fern, bis du weißt, was sie da machen. Und mach bloß keine Dummheiten. Ich räume den Weg noch mal, ich mach schon keine Dummheiten. Überall. Okay. Komm mal da hoch. Oh, scheiße. Guten Tag. Leute. Wohin? Kommst du nachher? Was ist das für ein Benehmen? Was ist das denn für ein Benehmen? 31, oha. Oh.